So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Guckt euch das mal an. Der Moonlight hat schon wieder eingeladen. Was ist da denn los? Ein Zamazenta Raid. Und ihr seht, da ist es noch ein Schatten. Jetzt muss ich mir erstmal hier einen Fanraid-Pass kaufen. Denn wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen Zamazenta wieder mal im Duo raiden, im Duo probieren. Dafür habe ich mir hier eine Mewtwo-Armee aufgestellt, weil Thomas gesagt hat, nehm am besten Mewtwo, ne? Ich habe mir jetzt hier 5 Stück reingepackt, das ist wichtig. Ich habe 5, er hat 6, sodass wir nicht ausweichen brauchen. Wir hauen einfach nur drauf, müssen möglichst viel Schaden machen. Ich habe mein Level 50er mit 100% ganz vorne rangestellt, hat auch Best Buddy Boost, wie ihr seht. Dann kommen 2 Krypto Mewtwo auf Level 40, beziehungsweise das eine ist sogar ein Stück über 40. Und dann kommen 2 auf Level 40 mit jeweils 96% und 15 Angriff. Und wichtig ist, alle haben Konfusion und Psychostoß. Das ist ja auch eine Spezialattacke, also eine Legacy-Attacke, die es nicht immer gibt. Wir gehen jetzt mit drauf. Wir gehen jetzt hier drauf, hauen nochmal drauf beim Thomas. Wenn der Thomas irgendwas macht, das ist immer so abrupt. Normalerweise sitze ich hier, chill mein Leben, mach irgendwas. Aber beim Thomas, du machst die Kamera an und bist schon mitten im Geschehen. Deshalb wollen wir das jetzt mal probieren. Einfach nur mit draufhauen, wie viel der frisst, wie viel wir fressen. Es ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen uns. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber schon das erste Mewtwo macht eigentlich richtig fett Schaden, wenn ich das so sagen darf. So, wir drücken jetzt weiter hier drauf. Ich bin irgendwie tot, aber trotzdem lebe ich noch. Jetzt müssen wir hier rüber wechseln, weil wir haben jetzt die Kryptos. Normalerweise ist heute Donnerstag. Ab 10 Uhr gibt es Zamazenta in den Raids. Ich wollte eigentlich den Community Raid machen, aber wie ich schon gesehen habe, es geht einfach kein Zamazenta auf. Bei Thomas ist zuerst eins aufgegangen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir probieren erstmal seinen Duo Raid zuerst. Und wenn ich nach dem Duo Raid noch den Community Raid sehe und finde, mache ich den dann noch, lade den dann auch am Donnerstag hoch und den Duo Raid würde ich vielleicht für Freitag planen, dass ich den da hochlade. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, ob wir es überhaupt schaffen. Bei Sackjahren haben wir auch gedacht, der ist so einfach. Und dann haben wir in die Röhre geklotzt, weil der uns einfach dreimal umgehauen hat. Wir immer mehr pushen mussten, uns was anderes überlegen mussten. Jetzt hier auch, wenn ich sehe, wie viel Schaden Mewtwo einfach abbekommt. 2 Attacken, dann fällt das Mewtwo um. Jetzt bin ich schon beim letzten Pokémon. Immer wenn das Shiny reinkommt, weiß ich, das ist das 5. Und wenn das zurück in die Lobby geht alles, muss ich einfach schnell heilen. Dafür habe ich wieder Top-Beleber und mit dem neuen Team wieder rein. Wir sind nicht bei der Hälfte. Wir haben noch 50 Sekunden Zeit. Ich muss jetzt hier wieder rüberwischen. Ich muss hier wieder beleben. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder so viele Tränke drin, dass ich nicht direkt auf die Top-Beleber komme. Egal. Ging trotzdem eigentlich recht zügig. Wir müssen nur sehen, dass wir jetzt Schaden machen. Wir müssen unbedingt gelb werden, bevor es bei 150 Sekunden ankommt. Ich glaube, das Heilen ging trotzdem relativ fix. Also Thomas dürfte nicht zurück in die Lobby geflogen sein, während ich noch drin war. Der ist vielleicht jetzt in der Lobby. Wir sind bei 165. Das müsste jetzt auch gleich gelb werden. Weiterhin sehr effektiv, das ist sehr schön. Jetzt ist es gelb bei 158, das sieht also erstmal gut aus. Das Heilen darf, wie gesagt, einfach nicht zu lange dauern. Was ich noch hätte besser machen können, ist die normalen Tränke und die normalen Beleber vielleicht wegwerfen, dass ich eben, wenn ich auf den Itembeutel gehe, direkt zu meinen Top-Belebern komme. Das hätte nochmal 2-3 Sekunden Zeit gespart. Ansonsten liegen wir momentan ziemlich gut drin. Normalerweise möchte ich immer erst den Community-Raid machen, dass ich auch den Pokédex-Eintrag bekomme und fange. Wenn ich jetzt natürlich den, wenn wir den schaffen und ich den fange, dann ist ja der Pokédex-Eintrag schon da. Dann wundern sich alle beim Community-Raid, wieso hast denn du den schon? Hast du wieder gespooft und hast abends gespielt? Nein, mache ich nicht. Ich warte eigentlich immer wirklich, bis ich den allerersten vor Ort an der Arena machen kann. So, das sieht gut aus. Komme ich nochmal durch mit der Attacke? Ich glaube, einmal geht es noch durch, dann kann er ruhig umfallen. Dann kommt auch jetzt wieder das letzte Pokémon. Dann müssen wir noch einmal heilen. Nochmal alles geben. Ich finde eigentlich, das sieht recht gut aus. Ein Viertel ist jetzt noch da, hieß es. Aber wenn es jetzt erst ein Viertel geworden ist, aber wir nur noch ein Drittel von der Zeit übrig haben, dann wird es trotzdem wieder mega knapp. Wir gehen also wieder rüber. Oder wir versuchen rüber zu gehen, sagen wir es mal so. Wir nehmen wieder die Top-Beleber,
hauen die hier drauf, gehen zurück, gehen rein und machen schnell weiter. Hat Thomas Schaden gemacht? Das sieht eigentlich recht gut aus. Oder? Sieht das gut aus? Schafft man das? Jetzt liegt es wirklich nur noch an der Zeit. Also die 50 Sekunden müsste das Team jetzt aushalten. Habt ihr Sakyan im Duo probiert? Habt ihr Sakyan im Duo geschafft? Schreibt's mal rein. Werdet ihr Demeteros, werdet ihr Zamazenter im Duo probieren? Werdet ihr das im Duo versuchen zu legen? Seid ihr generell Fans von Duo-Raids und versucht immer das Maximum rauszuholen? Also das sieht sogar mehr als gut aus. Das erste Krypto-Mewtwo ist umgefallen. Hier ist das zweite Krypto-Mewtwo und er dürfte bei 30 Sekunden fast schon weg sein. Gut, bei 25 vielleicht. Gut, bei 20 vielleicht. Es wird immer hektischer. Egal. Da seht ihr auch im Prinzip die besten Konter. Großartig. Letztens war Mewtwo erst da. Jeder sollte mittlerweile ein Mewtwo haben. Mittlerweile eins. Mindestens eins. Ich habe auch extra zwei Top-Lade-TM ausgegeben, damit ich bei den Kryptos auch noch Psychostoß drauf machen kann, weil das wichtig ist. Ramses wieder mal mit dem letzten Angriff. Moonlight stylisch unterwegs. Der kann halt nichts außer gut aussehen, wir sagen es immer wieder. Ich weiß leider den 100er Wert jetzt nicht, wir werden es einfach fangen und dann mal gucken, wie gut oder schlecht das ist. 26,75, der hat ja glaube ich die genau gleichen Werte wie ein Sakyan, das heißt 21,88 müsste das 100er sein und mit Wetterboost irgendwas um die... Ich habe keine Ahnung. Wir fangen es einfach und gucken dann, was passiert. Mal gucken, ob der sich auch so fangen lässt wie Sakyan. Sakyan war ja eigentlich recht günstig zu fangen. Der hatte einen relativ guten Kreis. Der müsste für einfach fabelhaft reichen. Sakyan ist nicht nach links und rechts gehüpft. Ist nicht geflogen. Hat eigentlich, wie jetzt Zamazenta auch, immer schön in der Mitte gestanden. Ach. Jetzt dachte ich, das erste ist der Angriff, aber das erste war gar kein Angriff. Das erste war einfach nur eine Zuckung, sagen wir es mal so. Wir müssen also warten, erst wenn er mit seiner Schnauze wirklich vorne rechts aus dem Bild rauswischt. Ihr könnt das ja auch sehen, wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr die ganze Zeit den Ball curven, dann seht ihr ja, was ein Angriff ist und was nicht. Das ist der Angriff und diese Animation müsst ihr euch merken. Jetzt haben wir den Ball wieder eingestellt. So. Jetzt warten wir wieder auf diese Angriffsanimation. Also das war nichts, das Hüpfen ist nichts. Wirklich erst werfen, wenn er diesen hier macht. Oder er schmiert einfach mit dem Finger ab und das war's. Der kommt mir auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen nerviger und hektischer vor, weil der viel mehr Bewegungen macht als Sakyan. Dafür sieht er irgendwie auch ein bisschen mächtiger aus. Ja, ja, ey. Wie kann er so hyperaktiv sein? Er hüpft und schreit und hüpft und schreit und macht und schreit und hüpft. Also, Bruder, greif doch mal an. Ich möchte doch wenigstens einmal werfen, dass ich weiß, ob der Kreis passt oder nicht. Jetzt. Und dann können wir drauf werfen. Ihr seht, ihr müsst nicht die ganze Zeit rumfuchteln. Ihr müsst auch keine 8 machen. Es würde sogar reichen, einfach ein U zu zeichnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ein U und eine 8. Ich kann euch ja nochmal die 8 zeigen. Das ist eine 8. Ich habe zweimal eine Drehung gemacht und dann losgelassen. Das Gegenteil von der 8 ist das U. Da macht ihr nur eine Umdrehung. Dafür müsst ihr aber auch ein Stück später werfen. Ungefähr. So. Wupp. Das war jetzt einfach nur ein U gezeichnet, mehr nicht. Also für alle, die immer an ihrem Handy stehen und die ganze Zeit so machen, 10 Minuten lang, dann den Ball loslassen. Muss gar nicht sein, davon wird der Ball nicht krasser. Davon tut euch nur der Finger weh irgendwann. Macht eine U, macht eine 8, wie auch immer. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr werft. Macht ihr den Zwirbler, macht ihr die 8 oder macht ihr das U? Ah, Bruder, es kann sich nur um Stunden handeln. Aber ich habe ja Zeit. Es ist eh nichts aufgegangen bei uns. Na, was war das jetzt, U oder 8? Ist eigentlich deutlich zu erkennen, was es sein sollte. Kommt mir auf jeden Fall viel angenehmer vor, viel einfacher, viel besser als Sakyan. Liegt aber wahrscheinlich auch an den Kontern, die man nimmt. Metagross war zwar ganz korrekt, aber Mewtwo ist halt einfach stärker. Ja? Und als Psychoangreifer, Mewtwo, machst du nichts verkehrt.
nimmst du Mewtwo rein, fertig. Thomas hat gesagt, er könnte noch Krypto-Lavados nehmen, wahrscheinlich dann aber mit Flugattacken oder so. Habe ich eh nicht, brauche ich nicht. Außerdem habe ich auch kein gepushtes Krypto-Lavados. Selbst für Level 40 ist mir das eigentlich gerade nicht wert. Ich habe zwar genügend Sonderbonbons, sie können nicht alle da drauf packen, aber wenn ich meine Mewtwo-Armee habe, muss ich ja nicht unbedingt 10 andere Pokémon noch mit pushen, oder? Sackgern sah auf jeden Fall ein bisschen bescheiden aus, irgendwie klein und wulstig, und der kommt hier richtig aufgebläht um die Ecke, also sieht schon prächtig aus, muss ich sagen. Da hätte ich wahrscheinlich auch gerne ein 100%iges, bei Sackgern hat es funktioniert im 16. Raid. Hier schauen wir mal, wie viele Raids wir brauchen, bis hier das 100er kommt. Das ist ein 12-12-13, wie es aussieht, aus Gera, nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, war es das im Prinzip. Von unserem Duo-Raid einfach, schnell und ja, eigentlich unbedeutend. Ich glaube, den schaffen wirklich viele Leute im Duo. Wenn ihr es probiert habt, schreibt es mal rein und mit welchem Pokémon ihr kämpft. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.